Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildlands. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir machen jetzt ein... Wie viel ist das? Ich würde sagen so ein 20 Meter Sprung. Let's go! Oh, ich wusste nicht, dass das Wasser hart ist. Gut. Wo ist es jetzt? Da. Oh nein. Gut, dann springen wir halt nicht ins Wasser. Dann holen wir uns halt die Hauptquest. Oh Mann. Achso, das ist die Hauptquest, ne? Warte, dann. Cassita ist nur der Strohmann. Sein Assistent kümmert sich um das Resort. Schalten Sie ihn aus und Cassita ist in Zugzwang. Zack, also. Egal, wir können klettern. Wir sind Special Forces. Wir sind Special Forces. Special for the win. Ja. Ja, nice. Und kommt die Alarmschnecken. Ja, die kommt schon. So. Darum wäre es natürlich auch geil. Aber ich schaue erstmal von hier, ob wir von hier was machen können. Gut! Setze Drohne ein. Das mit dem Wasser ist immer noch ultra geil. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. So. Bowman, wir sind jetzt da. Hat Cassitas Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Bleibt außer Sicht. Setzt die Wanzen und weg. Werft nicht mal einen Schatten. Okay, das wird heftig. Wanzen platzieren, ohne entdeckt zu werden. Ich glaube, wir müssen einfach nur reinkommen. Und dann passt es. Junge, das ist ekelhaft. Jetzt noch im nächsten Raum. Thank you.
war ultra knapp. Wanzen platziert. Sie sollten genug Dreck für Bowman sammeln, um Cassitas Helfer aufzuspüren. Machen wir die Biege und verpissen uns von hier. Wenn das so leicht wäre. Der schaut halt genau zu mir. Kann ich mich hierhin verziehen? Nein, schau in die andere Richtung. Der schaut nicht her. Ich warte mal, bis der weg ist. Und dann plumpse ich da runter. Nein, du siehst mich nicht. Danke. Ich geh mal da ganz runter. Huh, gut. Lol, das wäre ja jetzt nice gewesen. Nicer Scheiß. Gut. Wir haben es geschafft. Also wir müssen jetzt noch weg, aber dann haben wir es geschafft. Danke. Verschwenden Sie keine Zeit. Erledigen Sie ihn und fertig. Alles klar. Nur mit Ende. Ja, auf der anderen Arschseite der Welt. Gut. Jetzt sind wir wieder ein bisschen näher. So. Ich will es nochmal probieren. Aber dieses Mal ja. Würde ich sagen, springen wir nicht darunter. Oh. Da ist ein Speedboot. Oder eine kleine Yacht ist das schon, oder? Geh schon, ich komm nach. Los geht's. Ja, nice. Ups. Wollten die sich nicht hinlegen? Was ist das? Wahrscheinlich einfach ein Bug. Gut, Nummer 1. Nummer 1. Nummer 2. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Nummer 3. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Die sind ein bisschen betrunken, oder? Ist einer mit Maschinenpistolen. Markiere einen Hauptmann. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe einen Hauptmann. Okay.
Was ist, wenn ich das Licht ausschieße? Dann ist es, glaube ich, auffällig. Was sind das für Punkte? Hier backt ein bisschen was rum, ne? Würde ich sagen. Ich sehe halt nicht, ob der da hierher schaut oder nicht. Boing, boing, boing. Die Frage ist halt, wie wir das machen. Also wenn ich den erschieße, dreh dich um. Nein. Danke. So. Unauffällig. Ja, okay, der ist jetzt ja weiterhin da. Kann ich einfach Roger, ich gehe in Position. Sagen, okay, dass die unterwegs. Die beiden Dinger töten sollen? Der sieht das gar nicht. Ja, nee, die erwischen die nicht. Wo ist hier die Lampe? Sie sehen dich gleich, verzieh dich! Psst. Das Licht ist nur aus. Und der Typ ist, verschwunden. Ganz leise, ganz leise. Vor allen Dingen Sonnenbrille hier unten ist echt bescheiden blöd. Aber egal. Na du. Na also. Ich wusste, dass du schlau bist. So, jetzt ist die Frage. Was machen die denn? Die sind so hohl. Gehen. Ich lass dich mein Ziel ist weg. Ja, dann komm mal hier hoch. Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Ja.
Ey, wie die immer so singen, das ist echt krass. Alter, mir fällt gerade erst auf, dass das alles Päckchen sind, ne? Alter, können wir das in die Luft springen, bitte? Schau nicht nach rechts, nach links. Da ist einer von dir. Gesundheit. So, ihr könnt ja langsam mal zu mir kommen, ne? Dann erwischt ihr die auch. Roger, ich gehe in Position. Such eine bessere Schusslinie. Das Ziel ist weg. Wie dumm kann man sein? Ich gehe in Position. Ziele fast. Bin bereit. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Ich muss einfach schneller sein. Also ich muss das aktivieren. Dann sagt er... Ziel markiert. Greife an. Wir haben sie aufgescheucht. Jetzt ist die... Shit, die haben uns. Okay, aufgeben wollen die also nicht. Na komm raus. Du bist ganz alleine. Ich will die ganze Zeit warten, ob die sich ergeben. Aber tun sie nicht. Und dann passiert sowas. Sauber hier drüben. Naja, okay. Vor allem, er war ja alleine. Naja. So. Bonusorden. Dann würde ich sagen... Was ist hier oben? Nichts. Dann würde ich sagen, hole ich mir wieder mein Speedboat. Mein luxuriöses Ding. Und ihr könnt schauen, wo ihr bleibt. Ich meine... Ich komme gleich nach. Ich habe mir das ja auch verdient, weil ich habe ja das Ganze alleine gemacht. So. Bis auf den Einschuss. So, gut. Währenddessen trinke ich mal was. Bekomme ich das einhändig auf? Warte. Flasche. Ja. Naja, einhändig schon, aber halt mit Hilfe von den Beinen. Mhm. So, Della. Ja, hier die Insel ist halt wieder voll, ne? Super. Ah, den Sonnenuntergang entgegen. Das wird jetzt praktisch sein, dass wir eine Nacht bekommen. Weil in der Nacht versteckt man sich schneller oder leichter. Oder kann man sich... Nee, egal. So, warte, ich schau mal kurz, wo es am besten ist zu landen. Ich glaube wirklich hier. Also... Habe ich schon richtig gemacht. Und da ist ein Fliegerhelikopter. So. Das sind sogar zwei Helis. Bisschen blöd, dass die wirklich ununterbrochen Benzin haben.
Naja, du. Ja, egal. Weil so ein Heli kann, glaube ich. Ihr könnt mich mal verbessern, wenn ihr es wisst, aber ich glaube, ein Heli kann nur eine Viertelstunde mit einer normalen Tankfüllung in der Luft bleiben. Glaube ich. Also so ein normaler Heli. So eine, so Polizei zum Beispiel, die sind ja auch immer nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in der Luft. Aber ja, okay, Militär-Hubschrauber. Ja, okay. Okay, ich nehm's zurück. Aber Heli, so Militär kann sicher länger. Gut. Finden Sie Karazigre Assistent. Aufpassen, Gegner im Bereich. Wo? Drohne fliegt. So, das wäre ja auch seltsam gewesen, wenn nicht. Oh, Entschuldigung, Eule. Die durch Dächer fliegt. Also da unten sind welche? Oder ist einer? Ich sehe Casitas Helfer. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Tango. Das macht so, da sind zwei. Da ist einer, da ist einer. Da ist sind einer. Jetzt bei 10. Ich sehe einen Scharfschützen. Da ich ist einer. Mit Maschinenpistolen. Warte mal. Hier war ich doch schon, oder? Wir sind bei 15. Ja. Ja, die habe ich alle schon mal umgebracht. Naja, okay, dann mache ich es nochmal. Mal schauen, ob ich sie. Also, das heißt, hier sind zwei drin. Da unten beim Boot sind zwei. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Daneben. Ja, egal. Gut. So. Naja, dann auf ein neues. Warte, die zwei hier vorne habe ich zuerst geplättet, ne? Ja, das weiß ich noch. Hier. Stromgenerator. Brauche ich nicht. Ich mach's persönlich. So, warte, wo ist der nächste? Der ist auf der Rückseite vom Haus, würde ich sagen. Jawohl. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Und hier ist noch einer. Da. Gut. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Dann habe ich alle. Mann, nein, die gehen jetzt wieder hoch. Das ist hier doof. Dann trinke ich noch was, während die wieder runterkommen. Nee, ich würde sagen, dass wir die nächste Folge hier nochmal aufräumen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.